Tastend versuche ich, in der Leere den unsichtbaren weißen Faden des Wunderbaren zu erwischen, der sich zitternd bewegt und mit dem Rauschen eines Baches, der über lebendige, kostbare Kieselsteine fließt, Ereignisse und Träume entweichen lässt. Ich dreh mich im Leeren und betrachte am hellen Mittag den Raum und die Sterne, die über das flüssige Silber ziehen, das mich umgibt. Das ganze Leben in der wunderbaren Kugel, die uns umhüllt und an der Wegbiegung nahe der Fontäne glänzt. Der Raum existiert nicht. Man muss ihn schaffen. Aber er existiert nicht. Nein. Zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Er wollte immer weiter, weiter, weiter. Und vielleicht in einem gewissen Sinn ist der schreitende Mann eben der, wo weiter sucht. Und was interessant ist, er hat jahrelang, bevor wir ein Telefon hatten oder auch, nicht früher hatte man kein Telefon und so, von Paris aus hat er eigentlich den Eltern und auch mir oder der ganzen Familie fast jede Woche einen Brief geschrieben. Und der schrieb fast in jedem Brief, ich glaube, in 8 Tagen oder in wenigen Wochen oder in wenigen, habe ich das, was ich suche, und nachher ist alles einfach. Ich spüre, dass ich jetzt bald das habe, was ich suche. Er hat nie geschrieben, jetzt habe ich das gefunden. Alberto Giacometti grew up in a situation which was completely apart. Alberto Giacometti wuchs in einem entlegenen Tal auf, wo es kaum Berührungen mit der sogenannten modernen Welt gab. Im Bergell, das zum Schweizer Kanton Graubünden gehört. So etwas wie Elektrizität und fließendes Wasser kannte man dort nicht. In der Küche gab es Holzöfen und mit Holz wurden, wenn überhaupt, die Häuser geheizt. Albertos Bruder Diego erzählte mir, wie erstaunt sie waren, als sie das erste Automobil sahen.
denn eigentlich gab es im Bergell nur Pferdewagen. They grew up with conveyances drawn by horses. Die Zeit war dort nicht erst im 19. Jahrhundert stehen geblieben, sondern schon viel früher. Als Kind sah ich von der Außenwelt nur die Dinge, die mir Vergnügen machten. Das waren vor allem Steine und Bäume und selten mehr als ein Gegenstand auf einmal. Ich erinnere mich, dass ich mindestens zwei Sommer lang von all dem, was mich umgab, nur einen großen Felsbrocken sah, der sich ungefähr 800 Meter vom Dorf entfernt befand. Nur diesen Felsen und die Dinge, die sich unmittelbar darauf bezogen. Es war ein Monolith von goldener Farbe, der sich unten zu einer Höhle öffnete. Mein Vater hatte uns eines Tages diesen Felsen gezeigt. Sofort betrachtete ich ihn als einen Freund, als ein Wesen, das uns wohlgesinnt war. His father was a painter. He worked at home. Albertos Vater war Maler und arbeitete zu Hause. Als kleiner Junge wurde er durch diese Atmosphäre stark geprägt. Der malende Vater von der Mutter bedingungslos unterstützt. Kunst war für Alberto von Anfang an so selbstverständlich wie das Atmen. Im Atelier haben wir immer sehr. Ach, man wollte den Vater nicht hören, aber es war für uns fast wie eine Wohnstätte, nicht? Wir waren viel im Atelier und Alberto. Im Atelier hatte man größere Fenster, mehr Licht, sogar Sonne, was im Haus nie. Wir hatten im Haus keine Sonne. Und wir waren auch dort und wir haben dort gespielt. Und dann eine Sache, wo bei uns ganz natürlich war, war eine gewisse Pflicht gegenüber meinem Vater. In der Freizeit, jeder von uns alle, die Schwester und die drei Brüder, irgendwann war so programmiert, wir mussten Modell stehen und da ist ohne irgendwelche Ausrede, ich kann nicht, also, das war eigentlich unsere Aufgabe, genau wie unsere Freunde, die bei uns in Stampa wohnten. Die Aufgabe war in der Freizeit Kühe oder Schafe hüten und wir mussten Modell sitzen. Also das erste Bild ist ein Pastell und dort ist unser Bootshafen drauf mit dem See. Und dann das andere Pastell 1915, ein Stillleben mit Äpfel, wo eigentlich schon in der Komposition sehr reif ist. Als 14-Jähriger hat er das gemacht. Und da bin ich, Diego und ich, im Bett. Das ist eigentlich sicher eine von den ersten Zeichnungen, die ich habe. Wo auch schon zeichnerisch sehr geschickt ist. Ich erinnere mich, dass ich als Kind monatelang abends nicht einschlafen konnte, ohne mir vorher auszumalen, wie ich in der Abenddämmerung einen dichten Wald durchquerte und zu einem grauen Schloss gelangte, das an einem verborgenen und völlig unbekannten Ort lag. Dort tötete ich, ohne dass diese sich hätten wehren können, zwei Männer. Von denen der eine, ungefähr 17 Jahre alt, immer bleich und ängstlich wirkte, während der andere eine Rüstung trug, auf deren linker Seite etwas wie Gold glänzte. Ich vergewaltigte die beiden Frauen, denen ich zuvor die Kleider vom Leib gerissen hatte. Eine Frau von 32 Jahren, ganz in Schwarz gekleidet und mit alabasterfarbenem Gesicht, und ihre Tochter, die weiße Schleier umwehten. Thank you.
Wir waren im gleichen Schlafzimmer und dann wollte er das Licht nicht mehr löschen in der Nacht. Und das hat er sein Leben lang brennen lassen. War das ein Angstgefühl oder eine Unruhe? Nachher ist er immer nie ohne Licht im Schlafzimmer gewesen. Er war etwas ehrgeizig und sehr unruhig, wenn man mit seinem Tun oder so nicht einverstanden war. Und das ist geblieben. Auch bis in den letzten Jahren, wo meine Mutter noch gelebt hat, war das war für ihn sehr wichtig, dass meine Mutter und auch mein Bruder Diego mit seinem Tun einverstanden sind. Er war beruhigt, wenn meine Mutter eigentlich gesagt hat, ja, das ist recht. Die Familie war sehr natürlich für alle sehr wichtig. Und war und noch später, meine, Sie sehen das Bild da, das ist der Nozze d'Argento, das heißt silberne Hochzeit von meinen Eltern am 4. Oktober 25. Da war Alberto 24-jährig und der war in Maloja. Sie sehen, mein Vater malt. Das ist das Haus, wo wir gewohnt haben im Sommer. Meine Mutter, meine Schwester, Alberto hat sich selber gemalt, als er da in einem Stein gehauen hat. Was in Paris passiert ist, hat er immer gewusst. Und durch das auch, für uns war Paris irgendwie die Stadt der Kunst und so. Und Alberto, es war fast natürlich. Ich glaube, mit meinem Vater sicher gar keine Rede, gehst du nach Paris oder nach irgendwo anders. When Alberto first came to Paris in 1922, als Alberto 1922 nach Paris kam, wurde der Louvre für ihn sofort zu einem der wichtigsten Anziehungspunkte. So oft er konnte, ging er dorthin. Vor allem aber an den Tagen, an denen der Eintritt frei war, weil er sehr wenig Geld hatte. Was very interested in making copies of the works in the museum. Von den Werken, die ihn am meisten interessierten, fertigte er Kopien an. Immer hatte er sein Skizzenbuch dabei. Sein ganzes Leben lang hat er die Werke anderer Künstler kopiert. Und vor allem auch ägyptische Kunst, die ihn besonders faszinierte. Das Kopieren war ihm wichtig, weil es ihn zwang, noch genauer und eindringlicher hinzuschauen. More scrupulously. He admired Egyptian art very much. Die ägyptische Kunst hat er sehr bewundert und besonders oft nachgezeichnet. Aber auch die Werke der Sumerer liebte er. Die Statue des Königs Gudea beispielsweise. Daran bewunderte er besonders den Kopf, weil er so fest und plastisch wirkt. Und genau das war ein Hauptziel seiner lebenslangen Arbeit als Bildhauer. Einen menschlichen Kopf zu formen, der wie ein realer Kopf wirkt. Damit hat er sich wirklich gequält. Er wollte etwas erreichen, von dem er schon vorher genau wusste, dass er es niemals schaffen würde. Er war determined to do something, which he knew he could never do. Nichts war so, wie ich es mir vorstellte. Ein Kopf wurde für mich ein völlig unbekannter Gegenstand. Ohne Dimensionen. Zweimal pro Jahr begann ich zwei Köpfe,
immer die gleichen, ohne sie jemals zu beenden, und stellte die Entwürfe zur Seite. Noch immer habe ich nur ein einziges Ziel, einen Kopf zu formen. Seit 1935 habe ich nie, an keinem einzigen Tag, etwas so gemacht, wie ich eigentlich wollte. Immer wieder ist etwas anderes herausgekommen. Ich wollte ganz normale Köpfe und Figuren machen, aber ich bin immer wieder gescheitert. Montparnasse, which is where he always lived in that. In Montparnasse, wo er von Anfang an gelebt hat, trafen sich alle Künstler und Schriftsteller. Seine Freunde waren zunächst vor allem Ausländer. Aber dann lernte er praktisch über Nacht die ganze Gruppe der Surrealisten kennen. Der Surrealismus hat mich in seiner Hochzeit sehr angezogen. Es waren die Künstler, die mich interessierten. Aber im Grunde habe ich schon damals, als ich der surrealistischen Gruppe angehörte, gespürt, dass die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit machte, keine dauerhaften waren. Wenn das Objekt aber einmal dasteht, kann ich doch Bilder, Eindrücke und Erlebnisse darin wiedererkennen, die mich oft, ohne dass ich es beachtet hatte, besonders tief betroffen haben. Formen, die mir besonders nah sind, obwohl ich oft nicht sagen könnte, woher sie stammen, was sie mir nur umso unheimlicher macht. Es gab also zweifellos eine surrealistische Atmosphäre, die mich beeinflusst hat. Meine Werke sollten interessant sein und für andere Leute etwas bedeuten. Ich brauchte Zuschauer und ich wusste sehr genau, ob ich sie anzusprechen vermochte oder nicht. Die andere große Richtung in jenen Jahren, der Kubismus, ist letztlich auf das Anfertigen von Collagen hinausgelaufen, also auf eine Aufhebung des eigentlichen Kunstwerks. Man musste also zu den Wurzeln zurückkehren. Es ging nicht mehr darum, eine Figur äußerlich ähnlich darzustellen, sondern zu leben und nur das umzusetzen, was mich berührte oder wonach ich strebte. Doch all dies schwankte hin und her, widersprach sich und entwickelte sich in Gegensätzen fort. Ich war im Wochenschaukino Actualité Montparnasse, als alles begann. Als ich wieder hinaustrat auf den Boulevard, habe ich ihn angeschaut wie noch nie zuvor. Alles schien mir anders und vollkommen neu. Der Boulevard Montparnasse war in die Schönheit von Tausend und einer Nacht getaucht. Märchenhaft, vollkommen unbekannt. Und über alles legte sich eine unbeschreibliche Stille. Ich begann, Köpfe im Leeren zu sehen, im Raum, der sie umgibt. Als ich zum ersten Mal deutlich wahrnahm, wie der Kopf, den ich anschaute, erstarrte, völlig bewegungslos wurde und endgültig im Augenblick verharrte, begann ich vor Grauen zu zittern, wie noch nie in meinem Leben. Und kalter Schweiß lief mir den Rücken hinunter. Das war kein lebendiger Kopf mehr, sondern ein Gegenstand, der mir gleichzeitig tot und lebendig erschien. Ich stieß einen Schrei des Entsetzens aus, als hätte ich soeben eine Schwelle überschritten, als beträte ich eine Welt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Alle Lebenden waren tot. Und diese Vision wiederholte sich oft in der Metro, auf der Straße, im Restaurant, beim Anblick meiner Freunde. Köpfe, Personen sind eine in Bewegung befindliche Masse, eine sich verändernde und nie ganz greifbare Form. Und außerdem sind sie wie an einen inneren Punkt gebunden, der uns durch die Augen hindurch anblickt und der ihre Wirklichkeit zu sein scheint. Eine nicht messbare Wirklichkeit in einem grenzenlosen Raum. Mein ganzes Leben lang blieb mir gar keine Wahl. Immer war ich vom Augenblick gefangen. Nie war ich frei. Ich erreiche nie, was ich wirklich will. Und ich weiß noch nicht einmal, ob ich es tatsächlich erreichen will.
Das ist wie ein Teufelskreis. Keine Sekunde Freiheit. Complètement pour ce travail. C'est-à-dire, je n'ai plus une seconde liberté. Dann immer wieder angesetzt und wieder weggenommen und das konnte tagelang gehen. Und man hatte eigentlich das Gefühl, die Figur ist jetzt fertig. Aber sie war nie fertig. Und sie war eigentlich erst fertig, wenn man sie ihm weggenommen hat. Sonst hat er immer wieder weitergearbeitet. Und jedes Mal hat er sie wieder mit feuchten Lappen zugedeckt, damit der Lehm weich blieb. Er konnte ja, wochenlang oder vielleicht sogar monatelang an der gleichen Figur arbeiten. Und man hatte eigentlich das Gefühl, dass sie sich gar nicht verändert. Und für ihn war das aber trotzdem immer eine große Veränderung. Und aufgehört hat er dann, wenn man sie ihm weggenommen hat, zum Gießen, weil man sie brauchte, oder? Das ist er hat immer nachts gearbeitet. Und morgens um 7, wenn ich ins Atelier kam, fand ich dann einen kleinen Zettel auf dem Stand, was ich zu tun hatte. Dieser und jener Skulptur, die er in Lehm geformt hatte, sollte ich einen Abguss machen. Andere hatte er wieder verändert und ich musste neue Abgüsse machen und die alten zerstören. Und das passierte bisweilen 4 oder 5 Mal. Er brauchte jemanden, der die Dinge sofort in die Hand nahm. Vor allem, wenn eine Ausstellung bevorstand. Es war immer dasselbe, ganz egal, ob vor den Ausstellungen in Venedig, in London oder in Paris. Am Vorabend der Vernissage sagte er, heute Nacht werde ich etwas finden. Irgendetwas wird mir gelingen. Ich fange gleich an. Das ist für die Ausstellung, für morgen. Am nächsten Tag um 4 Uhr nachmittags sollte die Ausstellung beginnen. Morgens um 6 saß er immer noch im Atelier und arbeitete an 4 oder 5 Figuren. Und im letzten Moment haben wir sie dann in die Galerie gebracht. Die Skulpturen waren noch ganz feucht. Die erste große Ausstellung war 1947 in New York in der Galerie seines Händlers Pierre Matisse. Als die Stücke aus der Gießerei kamen, fragte ich ihn, wie er die Patina gern hätte. Und er sagte, schwarz geht nicht, grün ist unmöglich, mach keine Patina, ich mal sie einfach an. Und genau das hat er dann getan. Und er rief immer zu, jetzt wird es, jetzt sehe ich plötzlich die Figuren. Er hat sie tatsächlich alle bemalt. Also ich glaube, Diego hat sehr viele Werke auch gerettet. Dass Alberto vielleicht im letzten Moment gesagt hat, ja, jetzt muss ich das noch überarbeiten oder zerstört, nicht? Nein, und ich glaube, Diego, ich kann mir nicht vorstellen, dass Alberto, ich weiß nicht, wie sein Leben gewesen wäre ohne Diego. Ich habe noch kein einziges meiner Werke mutwillig zerstört. Das ist ein großes Missverständnis. Ich nehme sie nur manchmal auseinander, um sie zu verbessern und weiterzukommen. Für ihn war es immer ein Weiterkommen, eine Fortsetzung und nie eine Zerstörung.
Und das, was zerstört war, waren eigentlich viel eher die Sachen, die für ihn erledigt waren, die dann einfach zerfallen sind, weil sie für ihn erledigt waren. Jedes Mal, wenn ich sehe, bin ich verwundert, weil ich nicht mehr an die, wie soll ich sagen, stoffliche, absolute Wirklichkeit glauben kann. Alles ist bloße Erscheinung. Und wenn die Person näher kommt, höre ich auf, sie zu betrachten. Aber sie hört dann auch beinahe auf zu existieren. Oder es rückt alles auf eine Gefühlsebene. Wenn ich im Café sitze, sehe ich die Leute ganz klein, wie winzige kleine Figürchen, was ich wunderbar finde. Aber ich schaffe es nicht, mir vorzustellen, dass sie eigentlich lebensgroß sind. In dieser Distanz werden sie zu bloßen Erscheinungen. Die winzigen Figuren bestanden aus einem Eisendraht, der mit Gips umwickelt war. Sie waren schwierig in Bronze zu gießen. Wenn man nicht aufpasste, zerfiel das Ganze sehr schnell zu Staub. Für eine Figur hatte Annette, seine Frau, im Modell gesessen. Und wenn man die winzige Skulptur gegen das Licht hielt, konnte man tatsächlich Annettes Gesicht erkennen, obwohl es kleiner als ein Daumennagel war. Es hatte eine ungeheure Kraft. Ich muss auch malen, sonst kann ich keine Skulpturen machen. Und umgekehrt. Eines dient dem anderen. Aber bisher habe ich noch immer nicht erreicht, was ich will. Weder als Maler noch als Bildhauer. Ich fange heute erst an. Er malte und malte. Und am Ende seines Aufenthalts in Stampa war das Bild dann wieder leer. Einfach übermalt. Einen ganzen Sommer lang habe ich für Alberto Modell gesessen. Jeden Nachmittag. Das Porträt war sehr schön. Aber dann kam ich eines Morgens ins Atelier und er hatte wieder alles übermalt. Seine Mutter regte sich auf und sagte: Warum hast du das gemacht? Jetzt kannst du aber Maria nicht länger beanspruchen. Und Alberto sagte: Das Bild ist ja gar nicht zerstört. Ich habe es hier oben drin. Und natürlich habe ich doch noch einmal für ihn Modell gesessen. Er hat mich gemalt und ist dann nach Paris abgereist. Die Bilder blieben im Atelier in Stampa. Eines Tages schrieb er an seine Mutter: Mama, sag Maria, sie kann sich eines von den Bildern aussuchen. Was ich dann auch tat. Aber als Alberto kam, sollte ich es ihm wiederbringen, weil es angeblich noch nicht fertig sei. Er wolle es noch verändern und unbedingt im Atelier behalten. Da sagte seine Mutter: Maria, lass das Bild um Himmels Willen nicht im Atelier, denn sonst ist es bald wieder übermalt. Ich werde auf demselben Weg weiterfahren zu malen und dabei gleichzeitig immer mehr die Größe, die Fülle, die Linie, die Harmonie und die starke Konstruktion suchen.
Auf dem Buffet meiner Mutter in Stampa waren einige Gegenstände, mit denen sich ein sehr hübsches Stillleben malen ließ. Eine Schale, Blumen und drei Äpfel. Aber alles zusammen zu malen war ebenso unmöglich, wie einen Kopf nach der Natur zu modellieren. So nahm ich denn die Schale weg, auch die Teller, die Blumen. Aber haben Sie jemals versucht, drei Äpfel gleichzeitig zu betrachten? Ich musste zwei wegnehmen. Und den dritten musste ich sehr klein wiedergeben, denn mit dem allein gab es immer noch genug zu malen. Was ich ja immer gefunden habe, ist, dass seine Bilder, die er in Bergell malt, farbiger sind als in Paris. Und die Pariser Farben sind eigentlich die Bergeller Farben im Winter. Die grauen Wände, der hellblaue Himmel und dann das Ocker der Bäume und das Dunkelgrün der Tannen und dann das Ocker der abgeschossenen Wiesen. Und dann die Erlen, also das Grau, das typische Grau, das er in Paris immer verwendet hat, mit den anderen Farben zusammen, das ist eigentlich Bergell im Winter für mich, was die Farben anbetrifft. Ich habe ein Bild gebracht, dass man keine Signatur hatte. Und da haben wir auch geschwatzt und dann lief seine weißhaarige Mutter vorbei. Und dann hat er so ein bisschen gelächelt und hat gesagt, ja, sie möchte immer, dass ich dicke Figuren mache, aber am Schluss werden sie dünn. Und sie möchte, dass ich farbige Bilder mache. Und ich fange ja auch farbig an, am Schluss sind sie grau. Ich kann gar nicht anders. Und das war so bezeichnend für ihn. Donner des leçons de morale quand on soit fait bonne soupe et bon feu. Mais quand on n'a pas fait que fautale, on prend son plaisir où l'on peut. Dans le quartier, on m'a blague. Moi, je n'ai pas l'impression de vivre dans. Ich habe nicht das Gefühl, mir würde irgendetwas fehlen. Ich habe alles, was ich brauche. Für mich fängt Luxus schon da an, wo das reine Überleben aufhört. Donc, si vous êtes en dehors du précaire immédiat, vous êtes déjà dans le luxe. Da habe so ein kleines Gestell, da hatte so Skelette drauf und eine Uhr und dann eben das Bett und ein Tisch und Stühle mit Bergen von Büchern. Man hat sehr viel gelesen und da hat er auch seine Briefe geschrieben. Und im Atelier selbst, da gab es eigentlich, da standen einfach alle möglichen Figuren drum. Und Pinsel und manchmal war das wirklich wie eine Schutthalde und dann wurde das wieder aufgeräumt. Also es hat sehr unordentlich ausgesehen, aber es war eine ganz fantastische Ordnung. Giacometti's evenings began quite late. Giacomettis Abende begannen sehr spät. Denn er stand sehr spät auf, weil er ja nachts immer arbeitete. Erst im Morgengrauen, wenn schon das erste Licht da war, ging er schlafen. Vor 1 oder 2 Uhr nachmittags stand er nicht auf. Mais il commençait tard sa journée. Par exemple, on le voyait arriver. Bei uns frühstückte er immer sehr spät, erst so gegen 2 Uhr nachmittags. Kein Wunder, schließlich arbeitete er die ganze Nacht. Er aß immer das Gleiche, jede Menge Schinken, 2 hart gekochte Eier, große Mengen Kaffee und ein paar Gläser Wein. Er hatte immer zu irgendwelche Verabredungen und war immer sehr in Eile. Wahrscheinlich wollte er schnell in sein Atelier zurück. Hat er auch gezeichnet? Dans sur les journaux, in
die ganze Zeit auf seinen Zeitungen und auf unseren Papiertisch decken. Man hatte das Gefühl, er wolle ununterbrochen seinen Bruder Diego aus dem Gedächtnis zeichnen. Der Wirbelsturm aus Bleistiftstrichen sah jedenfalls so aus. Eines Tages wartete er dort drüben auf jemanden und schien langsam die Geduld zu verlieren. Da hat er unseren Tresen und die Rue Didot gezeichnet. Ich habe versucht, noch einmal anzufangen. Straßenansichten, Innenräume, es geht nicht mehr. Wie soll ich noch einmal anfangen? Paris ist für mich heute nur noch der Versuch, bei einer Plastik den Nasenansatz zu verstehen. Draußen spüre ich den gesamten Raum um mich herum, die Straßen, den Himmel. Sehe mich durch andere Stadtteile laufen, so ziemlich überall mit meiner Mappe unterm Arm. Sehe mich stehen bleiben, zeichnen. Die ganze Stadt wurde plötzlich zu einem riesigen, unbekannten Wesen, das ich durchstreifen und entdecken konnte. Diese grenzenlose Vielfalt überall. Ich sah das Format, die Seiten, das Papier vor mir. Und jetzt bin ich jenseits von all dem. Erst heute Nachmittag, als das Buch zusammengestellt war, habe ich gesehen, was ich gemacht habe. Then he would go back and he would work usually until about midnight. Dann ging er zurück ins Atelier. Er arbeitete bis Mitternacht. Anschließend trank er einen Kaffee im Dom und ging dann ins Coupole, um etwas zu essen. Das war seine einzige richtige Mahlzeit, gegen 1 Uhr morgens. Er kam zurück vom Coupole oder so und hat aber gearbeitet. Bis, wenn er um 3 Uhr nach Hause kam, hat er sicher bis 6 Uhr gearbeitet. Ich weiß, dass es mir ganz und gar unmöglich ist, zum Beispiel einen Kopf so zu modellieren, zu malen oder zu zeichnen, wie ich ihn sehe. Und dennoch versuche ich nichts anderes. Stets wird alles, was ich zu tun in der Lage bin, nur ein schwaches Abbild dessen sein, was ich sehe. Und mein Erfolg wird immer hinter meinem Versagen zurückstehen. Oder vielleicht werden Erfolg und Versagen sich stets die Waage halten. Ich weiß nicht, ob ich arbeite, um etwas zu machen, oder um in Erfahrung zu bringen, warum ich nicht machen kann, was ich gerne machen würde. Vielleicht ist all das nur eine Manie, deren Ursachen ich nicht kenne, oder eine Kompensation für irgendeinen Mangel auf einem anderen Gebiet. Jede Skulptur, jedes Gemälde und jede Zeichnung verknüpft mit einem bestimmten Moment, einem bestimmten Tag in meinem Leben. Zeichen meiner Sehweise und Auffassung genau in diesem Moment und Bindeglied zwischen allem, was vor und nach diesen jeweiligen Momenten geschaffen wurde. Ich mit meiner Sehweise, mit meiner Auffassung in jedem Moment meines Lebens. Im Krankenhaus war ich fasziniert von dem glitzernden Apothekerwägelchen, das durch die Krankensäle geschoben wurde. Die Skulptur der Wagen entstand auch wieder aus meinem Bedürfnis heraus, eine Figur in den leeren Raum zu stellen, um sie besser zu sehen und ihr einen bestimmten Abstand vom Boden zu geben. Der Fuß als Motiv bedeutete ihm sehr viel. Einmal hatte er einen Unfall, bei dem sein eigener Fuß betroffen war. Dieser Unfall gehörte zu den großen traumatischen Erfahrungen in seinem Leben. Er ereignete sich an der Place des Pyramides, an der Rue de Rivoli. Napoleon hatte diesen Platz als Erinnerung an seinen Sieg in Ägypten so taufen lassen.
Alberto was there, standing there one night. Alberto stand eines Abends an diesem Platz, als ein Auto auf den Bürgersteig geriet und seinen Fuß überfuhr. Als Resultat hinkte er für den Rest seines Lebens. This had a tremendous symbolic significance for him. Der Unfall hatte eine große symbolische Bedeutung für Alberto, mythisch geradezu. Und später hat er dann die Plastik mit dem Titel Das Bein geschaffen. Aber eigentlich ist der Fuß das Thema dieser Skulptur. The foot is the important thing in that sculpture. Juni 1940, es ist Krieg. Wir sind aus Paris geflohen, erreichten die Stadt Estampes nach einem Angriff durch deutsche Flugzeuge. Überall Leichenteile, schreiende Menschen. Auf der Straße ein abgerissener Arm. Er hat eigentlich sozusagen neben und nach Picasso ein neues Menschenbild geprägt. Picasso war ja wirklich noch umfassend und ausladend, barock bis zum ganz sensiblen, feinen Darstellung. Während Giacometti wollte sich dann eben wahrscheinlich auch als Zeiterscheinung, wie Sie sagen, auf das Wesentliche konzentrieren und war vielleicht auch eine Art Überlebenskampf, eben neben Picasso existieren zu können. Man muss ja sich vorstellen, wie schwer es für einen Künstler gewesen ist, wesentlich, wenn man etwas Wesentlichen Beitrag bringen wollte, neben Picasso noch existieren zu können. Das hat Miro erlebt. Das hat Leger erlebt, das hat eben auch Giacometti erlebt. Und das ist einer der wenigen, mit Bacon zusammen, die noch eine ganz neue Facette dem Menschenbild beifügen konnten. Und für ihn war das so wesentlich, dass er vollkommen damit verstrickt war. Und man hat das Gefühl, er käme da überhaupt nicht raus und er wollte auch nicht raus. Zu einer Prostituierten mit Namen Caroline hatte Alberto eine besonders leidenschaftliche und interessante Beziehung. Sie war nicht ein gewöhnliches Straßenmädchen. Sie war ein sehr originelles Mädchen. Sonst hätte Alberto sich auch nicht so für sie interessiert. Ein sehr merkwürdiges Detail dieser Beziehung ist folgendes. Nachdem sie schon eine Weile zusammen waren und sehr intim miteinander, wollte Alberto einen Teil ihres Körpers regelrecht erwerben. At one time after they had become really quite intimate, he wanted to buy one part of Carolines Körper war ja ohnehin für jedermann käuflich. Aber dieser Teil sollte ihm ganz allein gehören. Es handelte sich um die Stelle direkt über der Ferse, da, wo sich durch die Achillessehne zwei Vertiefungen bilden. Und er kaufte diese Stelle tatsächlich. Sie hatten eine ausführliche Diskussion über den Wert und es wurde lange gehandelt. Dann wurden $1,000 festgesetzt. In den frühen 60er Jahren war das eine ganz hübsche Summe.
And they finally decided that it was worth, at that time, about $1,000, which in the early 60s was an appreciable amount of money. But Alberto, all his life, was preoccupied by prostitutes. Alberto hatte von seiner frühen Jugend bis zu seinem Tod viel für Prostituierte übrig. He was also a voyeur. He liked to witness sexual acts. Er war auch ein Voyeur. Er liebte es, Zeuge sexueller Handlungen zu sein. Und wenn er bei Prostituierten war, bat er oft darum, ein oder zwei andere Personen einzubeziehen. Und es schien ihm egal zu sein, ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelte. Das war eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis. Aber als er am Ende seines Lebens das große Buch Paris sans fin, Paris ohne Ende, mit vielen Lithografien machte, stellte er solche Szenen auf den letzten Seiten dar. Paris sans fin. The last few lithographs in that book. Da gibt es sexuelle Szenen, in denen mehr als zwei Personen anwesend sind. Es ist sehr interessant, dass er schließlich durch seine Kunst diese Lust daran, ein Voyeur zu sein, zugeben konnte. This penchant that he had for looking, for being a voyeur. Annette waren noch andere Frauen da. Das war kein Ereignis. Nur Annette hat er geheiratet. Ohne sie zu heiraten, konnte er sie nicht nach Stampa mitnehmen. Das ist ja klar. Als wenn die Mutter noch lebte. Ich glaube nicht, dass sein Leben geändert hat. Und dann hat der Herr Diego gefragt, ob er etwas soll gießen oder nicht gießen, als Annette. Also in dieser Beziehung war keine Änderung. Die Annette, die hat da aufgeräumt und hat geheizt und hat Holz gekauft und hat gewischt. Und Giacometti war eigentlich sehr, die waren sehr verliebt damals. Und die Schwierigkeiten haben eigentlich erst begonnen, als Giacometti langsam eben zu mehr Geld kam. Und dann hat die Annette sich eine große Wohnung gekauft, wie sie alle anderen Künstler auch hatten. Und dann hat sie insistiert, dass er eben auch in diese Wohnung kommt. Und da ging er halt eigentlich fast nie hin, weil es hat ihn nicht interessiert, diese Atmosphäre da, in diesen Bürgerhäusern, die schönen Wohnungen, die haben ihn nicht interessiert. Und dann hat eigentlich langsam sich das Zerwürfnis dann so ergeben. Thank you.
Marie, es sind tutte scadenze. Es ist schlecht, was ich gemacht habe. Alles minderwertig. Ich habe es einfach nicht geschafft. Lauter fehlgeschlagene Versuche, nichts weiter. Aber weil ich immer wieder gescheitert bin, habe ich es immer wieder versuchen wollen. Ich wollte es einmal fertig bringen, einen Kopf so zu machen, wie ich ihn sehe. Und weil es mir nie gelang, habe ich immer weitergemacht. Man muss wohl eine ganz schöne Dosis Dummheit besitzen, um weiterzumachen. In Wirklichkeit hätte ich es aufgeben sollen, als ich sah, dass ich nichts konnte. Mit etwas mehr Intelligenz hätte ich es aufgegeben. Aber ich mache diese Arbeit nun mal lieber als irgendeine andere. Ich habe verstanden, dass alles, was ich vielleicht wirklich kann, mich nicht interessiert. Ich will mich nicht ständig wiederholen, denn dann gibt es kein Abenteuer mehr. Wenn ich an ein bestimmtes Objekt denke, dann stelle ich es mir in dem Material, das ich benutze, vor, im fertigen Zustand. Dann muss ich es nur noch ausführen, ohne Schwierigkeit, und deshalb ist es ohne großen Reiz für mich. Wenn ich aber etwas nach der Natur kopiere, zum Beispiel einen Kopf, ist das etwas ganz anderes. Es kostet viel mehr Energie. Je länger ich ihn betrachte und je mehr Mühe ich mir gebe, desto ferner rückt er, desto weniger verstehe ich ihn. Non la capisco. Dunque, se voglio fare la sua testa, lei mi posa. Non la vedo che fa, provando a farla. Più la vedo, più diventa difficile realizzarla, no? E allora lì, come fino adesso non ho mai riuscito. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Das gilt selbst für den schreitenden Mann, der mich so lange gefangen nahm mit seinen Proportionen, seiner Bewegung. Heute ist mir das zu leicht. Ich kenne es ja schon. Es interessiert mich viel mehr, ein Stück Wirklichkeit zu finden, das hinter den Schleiern der Distanz verborgen ist. Ich will, glaube ich, den Kern des Lebens verstehen. In einem Kopf oder auch in einer ganz und gar geraden Skulptur. Una figura tutta diritta così. Wenn man so genau wie möglich erfassen will, was man sieht, dann geht man in der gleichen Weise vor, ob man nun Wissenschaft betreibt oder Kunst. Einem Wissenschaftler, der sich auf irgendein Gebiet spezialisiert hat, bleibt noch umso mehr zu entdecken, je mehr er schon entdeckt hat. Und er darf niemals hoffen, zu absolutem Wissen zu gelangen. Übrigens würde absolutes Wissen den Tod bedeuten. Kunst wie Wissenschaft heißt, verstehen wollen. Erfolg oder Misserfolg sind völlig nebensächlich. Der Mann läuft, die Frau ist still. Aber wenn Sie die Skulptur anschauen, ist der Mensch. Ich glaube, das Wichtigste ist der Mensch. All das ist nichts Besonderes. All die Gemälde, Plastiken, Zeichnungen, das Geschriebene oder vielmehr die Literatur, alles dort, wo es hingehört, mehr nicht. Versuche sind alles. Oh, wie wunderbar.
Tout d'un coup, il m'a dit qu'il allait venir à New York. Et je ne croyais pas. Je pensais que c'était une... Plötzlich hat er mir gesagt, er wolle nach New York kommen. Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich dachte, es sei ein Scherz, irgendeine Laune. Aber im Sommer rief mich Annette an, um alles zu bestätigen. Wir haben uns dann um Plätze gekümmert und sind alle zusammen, meine Frau Patricia, Annette, Alberto und ich, auf das Schiff gegangen. Allein schon der Anblick von Alberto und Annette im Zug nach Cherbourg war fantastisch. Alles sah nach Weltreise aus. Auf dem Schiff hat er dann den Ozean entdeckt, der ihn sehr beeindruckte. Er schrieb damals gerade ein Vorwort für ein Buch über Kopien von Werken alter Meister. Er saß eigentlich die ganze Zeit an der Bar und kehrte dem Ozean immer den Rücken zu. Irgendwie schien das Meer ihm Angst zu machen. Er stöhnte immer wieder angesichts der unendlichen Fluten, die ihn von allen Seiten umgaben. Se plaignant toujours que de cette quantité d'eau qui débordait de tous les côtés. L'arrivée à New York, die Ankunft in New York war dann natürlich eine Offenbarung mit den hohen, schlanken Gebäuden und den für ihn ganz neuen Dimensionen. Surtout quand il a été à voir la Vor allem der Platz vor der Chase Manhattan Bank beeindruckte ihn. Man hatte ihn gebeten, für diesen Platz einige Skulpturen zu machen. Nun musste er erst einmal die Proportionen finden für diesen Platz, der von Wolkenkratzern mit 80 Stockwerken umgeben war. Zusammen maßen wir den Platz mit unseren Schritten ab. Er wollte unbedingt Figuren in der Mitte aufstellen. Ich war mehr dafür, sie auf der Seite zu platzieren. Sein Freund James Lord war auch dabei. Mehrmals gingen wir in der Nacht dorthin, weil der Platz dann vollkommen leer war und noch beeindruckender als am Tag. Ich weiß noch ganz genau, es war 2 Uhr morgens. Das alles hat ihn sehr beeindruckt. Vor 10 Tagen habe ich diese Zeilen auf dem Schiff nach New York geschrieben. Heute Abend auf der Rückreise lese ich sie noch einmal durch und ich weiß jetzt, dass ich die Reise vor allem wegen dieser 2 Überfahrten gemacht habe. Ich habe noch kaum aufs Meer geblickt, seit ich vor 2 Tagen die äußerste Spitze New Yorks sich auflösen und verschwinden sah, zart, zerbrechlich und vergänglich am Horizont. Und mir ist, als erlebte ich Anfang und Ende der Welt. Eine Beklemmung schnürt mir die Brust zusammen. Ich spüre nur das Meer ringsum. Doch da ist auch die Kuppel, das mächtige Gewölbe eines menschlichen Hauptes. Was kann ich hier sagen, umgeben von diesem Meer, das ohne Ende, ohne Namen ist, inmitten dieser schwarzen Fluten, in die ich versinken könnte, in denen ich gefressen werden könnte, verschlungen von blinden, namenlosen Fischen? Alberto Giacometti's life was a long, slow, but inevitable and Alberto Giacometti's Leben war nichts anderes als ein langsamer, unvermeidbarer Selbstmord. From the very beginning, he refused himself any kind of. Von Anfang an nahm er keinerlei Rücksicht auf seine Gesundheit. Die Zigaretten haben ihn getötet. Er hatte chronische Bronchitis und immer stärkere Hustenanfälle.
And there were times when he would cough and turn red. Dabei wurde er rot wie eine Tomate. Oft hatte ich Angst, er würde auf der Stelle und vor meinen Augen ersticken. Der ständige Husten schädigte sein Herz und daran ist er letztlich gestorben. Nicht an dem Magenkrebs, der schon Jahre zuvor aufgetreten, aber geheilt worden war. Er sprach ziemlich viel vom Tod. Mein Bruder hatte damals Selbstmord begangen und ich fragte Alberto, ob er selbst manchmal Selbstmordgedanken hätte. Er antwortete, oh ja, jeden Tag. Er spielte immer mit der Idee, sich Benzin über den Kopf zu schütten und sich selbst anzuzünden, lange bevor die Mönche im Orient das taten. Schließlich wurde seine Frau Annette, die das nicht mehr hören konnte, wütend und schrie, entweder tu es oder sei still. Abgereist in Paris und er ist am anderen Tag abgereist in Paris. Und dann habe ich ihn auch im Spital besucht, in Chur. Und hat er gesagt, ja, ich bin wieder einmal spät gekommen, aber nicht zu spät. Und dann, 3-4 Tage später, und wollte ihn anrufen. Und dann hat man mir gesagt, er ist nicht mehr ansprechbar. Das ging ganz schnell. Er hat eigentlich seinen Tod erlebt, wirklich. Ich weiß, ich war bei ihm und dann hat er so Blut gehabt und er sagte mir, c'est sérieux, hein? Dis-le moi, c'est sérieux. Und dann habe ich natürlich beruhigt gesagt, nein, es ist besser so, bist du jetzt ruhig und so. Aber er hat seinen Tod miterlebt, bis zuletzt. Alberto's last words were, "À demain, till tomorrow." Albertos letzte Worte waren, "À demain, bis morgen." Das zeigte noch einmal, wie grundlegend optimistisch er eigentlich war. Viele denken, er sei der geborene Pessimist gewesen, aber das stimmt nicht. Er glaubte fest daran, dass der nächste Tag ihn dem, was er suchte, näher bringen würde, und dass er schließlich doch das bekäme, was er wirklich wollte. He thought that he would eventually get what he wanted. Sie haben ihn im Atelier aufgebahrt und wir sind hingegangen, um ihn noch einmal zu sehen. Da kamen natürlich alle die Leute aus den Dörfern, aus dem Dorf, die ihn gekannt haben, und kamen ins Atelier, um eigentlich Abschied zu nehmen. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
Stille. Ich bin alleine hier, nichts rührt sich. Und wieder überkommt mich der Schlaf. Ich weiß weder, wer ich bin, noch was ich tue, noch was ich will. Ich weiß nicht, ob ich alt bin oder jung. Vielleicht habe ich noch einige hunderttausend Jahre zu leben bis zu meinem Tod. Meine Vergangenheit versinkt in einem grauen Abgrund. Ich war Schlange und sehe mich als Krokodil mit offenem Maul. Das Krokodil, das mit offenem Maul herumkroch, das war ich. Schreien und brüllen, dass die Luft bebt. Und dort auf dem Boden die vereinzelten Streichhölzer. Jedes für sich, wie Kriegsschiffe auf dem grauen Meer.